Es wird so ablaufen, dass ich 45 Minuten reden werde. Dann wird Frau Professorin Miriam Ecker von der Uni Bern reden. Und am Schluss machen wir Arbeitsgruppen, die betreut austauschen zu vier Themen, dass wir ein bisschen in die Diskussion hineinkommen. Ganz kurz, wer hat Bitcoin von euch? Ah, oh, okay, gut, sehr gut. Wer hat Ether? Alles paar, gut. Also. Wer weiß, wie die Blockchain selber funktioniert? Alles paar, oh, gut. Ja. Ich kann nur das, eigentlich kann ich nur das noch erklären. Gut. Dann gehen wir ein bisschen mehr auf. Wer weiß, wie eine Hash-Funktion funktioniert? Blöd. Gut, dann gehen wir ein bisschen mehr aufs Gesellschaftliche ein. Reiseberichterstatter in der Mitte von der Wüste hat einen Bericht geschrieben und muss bezahlt werden. Wenn man dem Geld schickt, ist es relativ kompliziert vor Bitcoin. Es geht 3 Tage, kostet relativ viel. Es war etwas Schwieriges. Die beiden Menschen, die beiden Frauen auf der Flucht vielleicht auch nicht, aber sie sind ganz klar eine andere Gruppe von Menschen. Das ist ein weisser Mann, der gut vernetzt ist und reich. Und die beiden nicht, sie sollten das gleiche Recht haben. Wie können sie, Werte transferieren global? Das sind Fragen, die viele Leute beschäftigen. Ein Problem, das noch nicht gelöst ist, war verlangt. Das dritte Problem ist, Balthasar Glättli hat es auch angesprochen, wie kann ich, verhindern, dass Copy-Paste, ich habe ein Musikstück oder einen Film digital kopiere, dann habe ich 2, gebe es meinem Kollegen, wie kann ich verhindern, dass das passiert? Und dann eine grundsätzliche Frage, was ist überhaupt Geld, was sind Werte? Etwas, was oft vergessen ist, Geld wird auch, ist eigentlich auch ein Mittel für Macht zu institutionalisieren. Das alles ist im Wandel und ich möchte euch, bevor ich anfange, einen Gedanken erzählen. Eine Geschichte. Ich war in Elba in der Ferien mit meinen Kindern, meiner Frau und meiner Mutter. Wir sind alle zusammen in die Ferien gegangen. Und dann sind wir gefahren und dann sagt meine Mutter, oh, das ist ein Steinbock. Und meine Mutter sieht nicht so gut und sie hat die Brille nicht angegeben. Ich sagte, ja, super, Steinbock, sicher nicht. Und wir haben alle ausgelacht. Wir sind heimgekommen von der Ferien und dann habe ich recherchiert, Google geschaut, Elba Steinbock, natürlich gibt es Steinbock auf Elba. Das Interessante daran ist aber, und das denke ich, das ist ganz relevant gesellschaftlich, ist, ich glaube Google mehr als meiner Mutter. Und das ist wesentlich, es macht uns lachen, oder? Es macht uns lachen, aber das ist etwas, und wir gramseln jetzt ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, oder? Es kann gut sein, aber es kann schlecht sein, aber das ist eine Tatsache. Die Gesellschaft wird verändert durch Maschinen und Prozesse. Wenn ihr alle Bitcoin kennt, dann muss ich das nicht alles erzählen. Eben, Bitcoin und all die Kryptowährungen, ganz viel, die haben viel Wert, das ist schon wieder veraltet mittlerweile. Das sind ganz grosse Zahlen, das sind Milliardenbeträge, ich glaube, 93, und da kann man natürlich auch diskutieren, ja, ist es wirklich so viel wert, weil das meiste von der Bitcoin wird gar nicht, ist wahrscheinlich verschollen. Auf Kompis oder Satoshi ist auch schon tot. Also hat das wirklich so einen Wert oder nicht? Was aber zentral ist, ist die Grössenordnung von diesen Werten. Oder? Es ist doppelt so gross als Tesla. Das ist relevant. Und Tesla ist überwertet in den Augen von vielen Leuten. Also die Wertigkeit ist gross. Es hat einen messbaren Wert, der hoch ist. Es ist auch höher als Netflix. Und Netflix ist jetzt in einem von diesen Branchen, die ich arbeite, ganz relevant. Und wenn man es ein bisschen visualisieren will, ist auch schon wieder veraltet. Da haben wir so gesehen, so sind die Blöter, Bitcoin ist es mittlerweile so gross. Aber es ist einfach so, und das ganze Geld, das ist auch immer noch halt, quadratisch, was Ding sind. Aber es ist relevant. Das ist das Signal von dem. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, all die Kryptowährungen oder Bitcoin insbesondere, das ist etwas, wo Leute untereinander, so, das ist ein geschlossener Kreisel, wo Leute, Kriminelle oder wer auch immer, oder innovative Leute untereinander austauschen und es hat keine Relevanz zu der reellen Wert, zur reellen Welt. Und da möchte ich ganz kurz das da zeigen. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Ja, genau. Das hier ist, was jetzt gerade passiert auf der Bitcoin. Das ist eine Visualisierung von der Bitcoin-Blockchain. Oder? Das sind die Transfers, die jetzt gerade passieren. Und wenn man schaut, die roten ist weniger als 6'000 Dollar. Die blauen, das ist, was macht das? 100 mal 6'000, 6. Das ist viel. 100 mal 6'000, oder? Das ist viel. Und die blauen, genau, das ist grösser als Millionenbeträge, die jetzt permanent am Transferieren sind. Das ist eine Visualisierung. Jetzt kann man immer noch sagen, gut, das ist viel, aber eben geschlossen in sich. Und dann kann man sagen, ja, nein, man kann auch visualisieren, was die Exchanges, die Börsen, die Fiat-Geld, also US-Dollar oder Schweizer Franken, jetzt gerade nehmen und austauschen in Bitcoin. Das läuft jetzt seit 18 Minuten, das ist jetzt da gerade passiert in dieser Zeit. Man kann es schön visualisieren, ganz lange ist da nach China auch geflossen, ich weiß gar nicht, wo das jetzt hergeht. Aber
es ist, einerseits sind es grosse Werte und andererseits ist es wirklich ein Austausch, der zwischen diesen Wertkreisen stattfindet. Also das sind Flüsse, die unsere Geldflüsse langsam aber sicher beeinflussen. Das sind die beiden Informationen, die relevant sind aus meinem Verständnis für das Verständnis von Bitcoin. Schauen wir, ob ich das wieder herbringe. Und Blockchains. Wo bin ich? Ah, so gut, der halt. Nach einer Geschichte. Der Erfinder von Bitcoin, Nakamoto Satoshi, Satoshi Nakamoto, man weiss nicht, wer das ist. Der hat mal ein White Paper geschrieben am 1. November 2008, glaube ich. Es gibt auch Untersuchungen von Universitäten sogar, die schauen, je nach Sprache und so, was könnte das für ein Mensch sein? Ist es wirklich ein Mensch? Ist es eventuell eine Organisation? Man geht davon aus, es ist jemand, der in Nordamerika gewohnt. Ich glaube, man hat sogar analysieren, auf welcher Seite, wenn man davon ausgeht, dass durchschnittliche Verhaltensweisen sind, wie das die Leute arbeiten am Mail. Aber man weiß es nicht. Es könnte auch eine Institution sein. Ist natürlich für die Geschichte von der Krypto-Bewegung so ein Heilsbringer ist natürlich auch gut fürs Marketing. Marketing ist zentral. Man hätte es nicht besser können planen für das Marketing jetzt bei Bitcoin. Was relevant ist, es ist alles Reaktion auf die globale Finanzkrise gewesen. Und nachher hat er etwas gemacht, was heute offenbar Standard ist in der Kryptoszene. Man schreibt mal ein White Paper, wo man schreibt, was der Plan ist. Code ist realisiert worden relativ früh. Und nachher, was auch als Signal relevant ist, schon relativ früh, also dass sie vor 5 Jahren sind Venture-Kapitalisten eingestiegen. Also es ist nicht nur etwas für kriminelle Leute, sondern auch Leute, die sehen, oh, das ist, da ist etwas drin, das ist die Zukunft. Eine weitere Geschichte, die natürlich für die Verbreitung von Bitcoin absolut relevant sind Bitcoin Pizza Day. Das ist am 22. Mai. Da ist es darum gegangen, wo das Bitcoin ist entstanden, ist das die erste dokumentierte Transaktion von Bitcoin gegen Ware. Und das hat ein Coder, hat für 2 Pizzen 10.000 Bitcoins gezahlt. Jetzt muss man da noch 3.0 anhängen und mal 6. Und es ist, was ist es? 60 Millionen Dollar. Ist ja gleich. Das ist die teuerste Pizza. Und das wird gefeiert in der Szene an diesem Bitcoin Pizza Day. Ein anderes, auch wieder marketingrelevantes Beispiel, auch zum zeigen, dass das wirklich einen Einfluss hat im richtigen Leben. Starbucks hat relativ früh, ich weiß das Jahr auch nicht mehr, hat die so Kundenkärtchen gemacht mit Bitcoin, wo man Bitcoin nicht können zahlen konnte. Attraktiv auf verschiedenen Gründen. Erstens haben sie darauf spekuliert, mit gutem Recht, dass der Bitcoin-Preis steigt. Sie haben, glaube ich, 30% oder 40% auf die Karte. Haben relativ viel, vielleicht sind es nur 20%, aber wesentlich mehr, als sie verdienen. Sie haben ihre Zielgruppe ganz eng können definieren, weil sie genau gewusst, was für Leute das sind. Es ist eine riesen Erfolgsgeschichte geworden. Wichtig zu wissen ist, Bitcoin ist nicht gleich Blockchain. Blockchain ist Technologie. Bitcoin ist die erste Anwendung. Schauen wir nachher ein bisschen rein. Was ist Blockchain? Und jetzt habe ich hier 2 Bilder her, die ich relevant finde. Wenn mir jemand gesagt hat, von 5 bis 6 Jahren, das menschliche Paarungsverhalten wird wesentlich beeinflusst von Maschinen und Prozessen oder von einer App, hat ihn ausgelacht. Es ist aber eine Realität. Und das ist auch dokumentiert, auch wissenschaftlich. Tinder beeinflusst das menschliche Paarungsverhalten. Wir werden als Menschen wieder beeinflusst von Maschinen und Prozessen. Wir lassen das zu, wir wollen das auch bis zu einem gewissen Grad. Und die ganze Thematik um Facebook und Bubble und der Einfluss, den Facebook hat, auf soziale Strukturen ist relevant. Also Blockchain geht auch in die Richtung. Erstens ist die Lösung von einem Problem. Ich habe diesen 2 Frauen global ganz schnell den gleichen Betrag überbeamen wie dem weissen Mann mit Krawatten. Es ist ein Online-Bezahlungssystem, für das ist ursprünglich gedacht worden. Es ist aber auch ein technologisches Verfahren. Man hat immer das Gefühl, ja, es ist eigentlich nichts anderes als eine Ingenieursleistung. Alle Sachen, die es dazu gebraucht hat, hat es schon viel vorher gegeben. Es ist ein dezentralisiertes Konsenssystem. Das finde ich ganz zentral. Es geht um Konsens. Ganz viele Leute, die zusammen etwas beschließen, was sie sagen, wir haben Konsens über etwas. Und es ist dezentral. Also es ist nicht eine Firma, die sagt, wir machen etwas. Es gibt auch keine Hotline von Bitcoin oder von Ethereum oder von irgendeiner Blockchain. Es ist ein Konsenssystem, wir gehen da noch rein. Es ist aber nichts anderes als ein Milchbüchli. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Bitcoin ist einfach ein Milchbüchli. Es ist ein ganz gutes und es ist ein attraktives Milchbüchli, weil es kann niemand verbrennen, aber es ist letztlich nichts anderes als ein Milchbüchli. Ethereum ist ein bisschen funkiger, weil man es programmieren kann, aber es ist nach wie vor ein Milchbüchli. Und nachher, es ist asymmetrische Kryptographie, das wird nachher technisch sehr interessant. Und
Das finde ich viel wesentlicher. Es ist ein Wertetransfersystem. Man kann jetzt sagen, gut, man kann auch das messen in Dollar oder in Franken, aber es ist viel wesentlicher. Es gibt Blockchain-Sachen, wo eben Leute staken, was um viel mehr geht als um messbare Werte in Franken oder Dollar. Was darum geht, um Reputation, es geht um Identität. All diese Sachen kann man thematisieren mit Blockchain-Sachen. Und jetzt kommt das Einzige, was ich relevant finde von meinem Input, egal was ihr mitnehmt, das hier ist zentral. Die Blockchain-Technologie macht, dass die Menschen Vertrauen delegieren an Maschinen und Prozesse. Das ist das, was passiert. Ich brauche keine Bank mehr, brauche keine Versicherung mehr. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Staat, wahrscheinlich schon. Aber ich delegiere Vertrauen an Maschinen und Prozesse. Und das ist eine ganz, ganz krasse Implikation. Das wird einen Einfluss haben auf unsere gesellschaftliche Entwicklung. Wie schnell das kommt und wie der Disput wird sein zwischen Organisationen, die zusammen auf anderer Ebene, zusammenleben auf anderer Ebene müssen organisieren, das wird die grosse Herausforderung sein. Aber das Vertrauen müssen wir nicht mehr in Institutionen haben. Wir können alle Fragen, die es um Vertrauen geht, mit Blockchain-Technologie lösen, die meisten haben. Historischer Kontext und Bedeutung finde ich auch noch ganz wichtig, wenn wir anschauen, was passiert mit einer Blockchain, ist, eben, wir haben nicht mehr ein Zentralsystem mit einem Server oder einer Bank, die sagt, du hast so viel in meinem Milchbüchlein, sondern wir haben ganz viele Leute, die gleichzeitig alle die Milchbüchlein mitführen. Und was ist das eigentlich? Wenn man anschaut, die Menschen, wie sie gelebt haben, die letzten, ich weiß gar nicht, 26.000 Jahre, oder wie lange gibt es Menschen, die Grössenordnung, haben ganz lange die Menschen in kleinen Gruppen gelebt, 60 bis 80 Leute, kann man alles gut regeln untereinander. Sobald man aber eine grosse Organisation hat, ein Reich hat, 10.000 Leute, eine Million Leute will strukturieren und organisieren und das Zusammenleben strukturieren, brauchen wir vier Sachen, um das zu organisieren. Wir haben lange dezentralisiert gelebt, kleine Einheiten. Nachher hat es, das ist mit der Agrarisierung gekommen, mit dem Weizen eigentlich, kann man sagen, hat es die Möglichkeit gegeben, grosse Reiche zu arbeiten. Und dann hat es zentrale Gesellschaften gegeben, nur in den letzten 6'000 Jahren. Und ich behaupte, oder ich gehe davon aus, oder es gibt so in der Community auch ein bisschen, es gibt wieder eine Dezentralisierung von Gesellschaft, wo eben die Leute in Bubbles leben, aber nicht nur bezüglich Information, sondern ganz viele Sachen. Warum das so ist? Es gibt vier Säulen, um grosse Reich zu strukturieren. Man braucht vier Säulen, um das in Kontrolle zu haben. Man braucht Kontrolle über Information. Die Information ist aber auch dezentralisiert worden. Mit dem Druck hat Revolution bewirkt. Natürlich jetzt Internet sowieso. Es gibt immer so ein Revolutionen, wenn eine von diesen Säulen fällt. Also Kommunikation ist dezentralisiert worden. Das hat einen Einfluss auf die vier Säulen. Das heisst, eine ist weg. Nachher Recht, da verstehe ich nicht zu wenig, aber in meinem Verständnis einfach, was ich wahrnehme, ist, Amazon und Google zahlen Steuern zu Dublin. Als Firma kann ich entscheiden, ich kann online innerhalb von einer Viertelstunde E-Residency in Estland auftun. Habe ich gemacht, kann ich dort Geschäfte. Ich kann in Vanuatu das Geschäft auftun und habe alle Möglichkeiten, Blockchain-Lösungen zu machen. Kann ich alles online machen, relativ kurze Zeit. Also, wenn ich entscheiden will, welches Recht ich brauche, das ist dezentralisiert. Also die zweite Säule ist auch weg. Nach einer Produktion, die dritte Säule, um grosse Reich zu kontrollieren oder zu strukturieren, ist die Produktion. Energieproduktion wird auch langsam aber sicher dezentralisiert. Es ist noch nicht so gut wie jetzt die Information, aber findet statt. Aber auch die physische Produktion mit 3D-Drucker. Ich habe mir von Adidas, glaube ich, gibt es eine Lösung, wo ich für wenig Geld einen Schuh drucken mit einem 3D-Drucker. Also, bei der Produktion haben wir auch eine Dezentralisierung gehabt. Die einzige Säule, die bis 2008 noch war, war die Säule vom Finanzwesen. Respektive, man hat Zentralbanken gebraucht. Ich war am Panel-Tag mit dem Vizedirektor der Schweizer Nationalbank und er sieht das völlig ein und er sagt das auch. Aber, das war vorher gewesen. Aber er findet eben, Bargeld ist fast gleichwertig wie, muss mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Auf jeden Fall, Er sagt auch, aber er behauptet, wir können das auch anbieten als Zentralbank. Bin nicht ganz der Meinung mit dem. Aber was wichtig ist,
Finanzwesen war immer zentralisiert. Wir haben uns geeinigt auf irgendeinen Standard. Dann haben wir ein Stück Papier vertraut. Goldstandard ist schon lange weg. Ich glaube, es ist mehr als 50 Jahre her. Wir haben das Papier vertraut. Dann haben wir einer Firma vertraut. Aber es sind auch nur Zahlen, digitale Zahlen. Und man kann argumentieren und sagen, ja, Bitcoin ist eigentlich auch nur digitale Zahlen. Da muss man aber ganz klar sagen, nein, Bitcoin war insofern eine Revolution, dass es eben dezentralisiert wurde. Das Milchbüchli wird nur an einem Ort aufbewahrt. Und wenn es ausbrennt, ist das Milchbüchli weg. Und wenn der Server gehackt ist, dann kann ich es lesen. Sondern im Gegenteil, es ist okay, dass alle ins Milchbüchli schauen können. Es ist, liegt überall herum, dezentral, verteilt überall. Alle, die an diesem System mitmachen, haben ein Milchbüchli und können gleichzeitig hineinschauen, wer was hat und wer was macht. Also die vierte Säule ist auch weg. Das heisst, wir sind im Begriff eine Gesellschaft zu dezentralisieren. Das ist das, was ich glaube, findet statt. Und darum ist Bitcoin so relevant gewesen, und darum sind Blockchains so relevant. Und wenn man sieht, was in der Schweiz jetzt gerade passiert, es brummt wie verrückt und die Schweiz probiert sich wirklich zu positionieren als Hub, wo man gut reguliert etwas machen kann und die Innovation vorantreiben. Was passiert als Konsequenz ist, die Monopolisten werden zu Mitbewerbern. Das ist einfach die wesentliche Konsequenz und das findet in ganz vielen Bereichen statt. Ich habe das nochmal visualisiert, was passiert. Eben, Wertetransfer werden nicht mehr zentral über einen Intermediär gehen, sondern alle, die dieses Netzwerk machen, können da teilnehmen. Wenn man es in einem anderen Kontext anschaut, Innovationstheorie, Bitcoin ist eben eine disruptive Innovation. Es ist nicht, ich habe nicht eine Waschmaschine und ich mache die Waschmaschine ein bisschen besser, sondern ihr findet eine Toilette zum Beispiel mit Spülung, das hat es auch nicht gegeben, das ist disruptiv. Wir finden etwas ganz Neues. Die Konsequenz daraus ist eben, wir wissen den Markt noch nicht. Wir haben ein Spielzeug oder ein Werkzeug oder etwas, das da ist, wo wir noch gar nicht wissen, was die Möglichkeiten sind damit. Das ist ähnlich wie am Anfang vom Internet. Ich habe mit dem Generalkonsul in Südafrika geredet, als ich an einem Filmfestival letztes Wochenende war. Und habe ihn gefragt, was ist deine erste E-Mail oder deine erste Begegnung mit E-Mail gewesen? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir selber etwas gemailt. Oder? Und das ist dann so, wir haben etwas, aber wir wissen es auch nicht, wie wir brauchen. Und was passiert, wissen wir alles noch nicht, glaube ich. Es hat Leute, die vorausdenken. Und bezüglich Innovationstheorie wird es auch wieder so sein, dass wahrscheinlich nicht die beste Lösung sich durchsetzt, sondern die mit dem besten Marketing. Da kann man davon ausgehen. Um es zu visualisieren, wir haben da irgendein Geschäftsmodell, irgendetwas passiert und dann gibt es eine Welle und wir machen irgendetwas anderes. Und auch in diesem Zusammenhang, viele reiten natürlich auf dieser Welle. Es ist ein enormer Hype, bin ich völlig einverstanden. Ich habe den Arm gebrochen, was mache ich? Ich mache eine Blockchain-Lösung? Nein. Für alles braucht man irgendeine Blockchain-Lösung, das glaube ich nicht. Wie gesagt, der Unterschied zwischen disruptiver und fortschreitender Innovation ist wesentlich. Und Blockchain gibt enorme Werkzeuge und es ist noch schwach reguliert. Der Term ist schwach reguliert, es ist nicht unreguliert, es ist schwach reguliert. Und man hat total viele lässige Spielzeuge, die man jetzt brauchen kann. Noch etwas kurz zu Transferzeiten. Wenn ich jemandem über Blockchain etwas überbeamen will, 1 Million, ich bin jemandem 1 Million über. Es geht relativ schnell. Ich kann es in 20 Sekunden erledigen. Aber umgekehrt, also es ist mal super schnell im Vergleich zu klassischen Transaktionen. Aber umgekehrt fühlt es sich extrem langsam an. Wenn ich mir gewonnen bin mit meinem Handy oder meinem Sohn, wenn er gamet und er drückt, dann wollte er, dass es passiert. Ja, die 20 Sekunden warten. Also da, dass die User Experience und das User Interface, das sind Sachen, wo noch so ein bisschen Disparität sind, wo man das Gefühl hat, ja, man ist jetzt viel schneller, aber nein, man ist eigentlich gar noch nicht schnell. Oder wenn ich irgendwie 2000 Stutz mit Bitcoin nicht mehr überbeamen und dann eine halbe Stunde muss warten und in dieser halben Stunde frage ich mich, wo sind die 2000 Franken, oder? Das ist so, die Sachen sind noch nicht geklärt. Und wenn die Leute sagen, es geht schnell, richtig, es geht schnell, aber es geht eben auch langsam. Das ist, die Erwartungen sind mittlerweile einfach auch viel höher. Das ist ganz relevant. Ich muss schnell auf die Tour spicken. Wie funktioniert der Blockchain? Soll ich es gleich mal schnell zeigen? Wer kennt das, die Animation vom Anders? Wer kennt die? Okay, ein Hash ist nichts anderes als eine Quersumme. Ich habe Zahl 44, ich erkläre es für die, was nicht wissen. Ich habe Zahl 44 und Quersumme ist 4 plus 4, gibt 8. Ich habe Zahl 53, 5 und 3. Quersumme ist die Zahl, das zusammen gibt auch 8. Ich habe Zahl 62, gibt 6 und 2, gibt auch 8. Also Quersumme, Hash ist vereinfacht gesagt eine Quersumme. Wir machen nicht mehr das, was da drin ist und das irgendwie verwurstelt, kommen wir dann irgendwo etwas über. Wichtiger an der Quersumme ist, wenn ich 8 habe, weiss ich nicht, ob es 44 war, ich weiss nicht, ob es 62 war, ich weiss nicht,
ob es 71 war. Wenn ich quer so mache, kann ich nicht zurückschließen. Also von da oben runter ist nur in eine Richtung. Unten rauf geht nicht. Jetzt habe ich da irgendein Datum. Ich kann da 17 schreiben oder sagen, Toni ist in Bern oder so. Toni ist in Bern. Und ihr seht immer, wenn ich da etwas schreibe, tut sich unten etwas ändern. Das seht ihr. Das ist der sogenannte Hash. Ich kann da die ganze Bundesverfassung rein tun. Der Hash ist immer gleich lang. Das ist die Eigenschaft von diesem speziellen Hash. Also die Quersumme ist so gemacht, dass das immer gleich lang ist, egal was da drinnen ist. Und es ist auch so gemacht, dass wenn ich da nur etwas ganz Kleines ändere, wenn ich da her schreibe Toni und nachher, ah nein, das jetzt gleich ändern, dann ist das wesentlich anders. Also das ist das spezielle Funkeln an dieser Quersumme. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Jetzt sage ich, ja gut, ich möchte noch ein bisschen mehr Daten verwursteln. Ich möchte die Quersumme noch ein bisschen spezieller machen. Ich sage, also gut, ich möchte jetzt noch einen Block haben, ich möchte einen Blockchain machen, das weiss ich vorher nicht, aber ihr wisst jetzt schon, also darum nehmen wir einen Block und das ist jetzt der erste Block, darum sage ich Nummer 1. Und dann habe ich da das Datum, das ich drin schreibe, Toni zu Miriam $5 oder so, keine Ahnung. 5 Fuß. Und jetzt seht ihr, es ist rot geworden, das hat einen bestimmten Grund. Also ich tue das da und das da, und jetzt tue ich noch etwas Drittes dazu, wo ich auch noch verwurschteln will. Wenn ich jetzt hier schaue, wenn ich hier auch noch ändere, aus dem ein 9 mache, dann seht ihr, es ändert sich unten wieder. Und jetzt sage ich, ich behaupte jetzt, Satoshi Nakamoto hat ein Verständnis von Ästhetik gehabt. Ich sage, ich möchte Schönheit generieren. Ich möchte nicht nur ein Zahlungssystem, sondern ich möchte auch Schönheit. Weil das ist wichtig. Darum sage ich, ich möchte gerne, dass der Hash mit 4 Nullen anfängt. Das sieht einfach viel schöner aus. Und darum muss ich da lang, so lange basteln. Ich muss jetzt da so lange ausprobieren, bis ich da unten, es ändert sich immer, seht, dass es 7 ist, 8 geht auch nicht. So lange ausprobieren, bis da unten die 4 Nullen kommen. Mache ich nicht selber, ich sage am Computer und da habe ich Tasten gemacht, wo ich drauf drücke und dann tue ich da alle Zahlen ausprobieren, bis da unten 4 Null sind. Ich drücke den Knopf, mein Arzt hat es schon herausgefunden. Schon bei dieser Zahl hier ist da unten 4 Nullen. Das habe ich schön generiert. Ich brauche das auch nachher, um damit zu spielen. Also, zusammenfassend, ich habe etwas, was ich Quersumme mache. Wenn ich da irgendetwas ändere, verändert sich das und ich will da 4 Nullen haben. Das ist wesentlich. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Jetzt mache ich eine Kette von diesen Blöcken. Ich sage, gut, ich hänge, da ist der Block Nummer 2, da ist der Block Nummer 3. Das Konzept bleibt sich gleich. Ich habe da irgendein Datum, das ich reinschreibe. Ich gebe jemandem Geld. Da kann ich da schreiben, jemand anderes gibt einen Pranger im Geld. Und das muss immer 4 Nullen geben. Jetzt habe ich aber noch ein Feld mehr drin. Jetzt sage ich da, ich will diesen Block mit dem verknüpfen. Darum ist es eine Kette, darum ist es eine Blockchain. Ich sage, ich tue da nicht nur die Blocknummer, das, was ich spielen kann damit, das Datum, das ich aufschreiben will, im Milchbüchli, sondern ich will auch noch den Hash vom vorherigen Block drin tun. Was hat das für Konsequenzen? Wenn ich jetzt da etwas reinschreibe, keine Ahnung, ich tue da diesen Block reinschreibe, Toni, so, tue eine Mine, dass er grün wird, habe ich ihn gemeinet, dann hat er gesehen, jetzt nimmt das da und tut es da her, jetzt habe ich da 4 Null, jetzt muss ich da auch minen, da habe ich keine Daten drin, jetzt tut er da rechnen. Lang rechnen, er wieder auf 148'000 müssen gehen. Und da schreibe ich vielleicht noch Markus, dann muss ich da auch meinen. Das Wesentliche jetzt ist, weil die miteinander verhängt sind, wenn ich in meinem Milchbüchli irgendetwas verändere, wenn ich aus diesem Toni da auch nur das I wegnehme, was passiert? Der Hash ändert sich, die Schönheit geht verloren, man hat keine Null mehr. Das könnte man noch damit leben, aber schlimmer ist, die Verknüpfung geht nicht mehr. Und das ist absolut zentral. Das heisst, ich mache aus dem Toni, Toni mache ich da ein Y. Das heisst, das wird jetzt rot, ich habe da kein Nummer 4-0. Das dann nimmt es automatisch da rüber. Und das sehe ich da auch, weil es da geändert hat. Aber wenn ich da nichts ändere, habe ich da auch keine 4-0 mehr. Die ganze Kette wird rot. Und ich muss nur mal hinterher schauen. Ich muss nur mal hinterher schauen, ob es da 4-0 am Anfang hat. Zu wissen, ob irgendetwas verändert hat oder nicht. Und das ist eine wahnsinnig intellektuelle Ingenieursleistung, dass man kann sagen, ich muss im Milchbüchlein nur auf die untersten Ziele schauen, ob irgendjemand, mein Nachbar, gesagt hat, er hat 5 Liter Käse gebracht statt 4. Also das ist ganz, ganz zentral. Das ist die Kette, die kann nicht auseinandergebrochen werden. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht, aber als Konzept finde ich es gut und wichtig. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, das ist die Kette, die wir haben. Jetzt, das bin jetzt ich.
der Anton. Dann haben wir aber noch etwas anderes. Haben wir da unten noch die Barbara B. Wir haben alle die gleiche Kette. Wir sind dezentral verteilt. Wir haben alle das Milchbüchel und kopieren das permanent. Und jetzt kann ich auch wieder hier sehen, jetzt gehe ich dann noch ganz ans Ende dieser Kette. Wir haben beide die Kette, die ist jetzt gemeint, das hat überall 4-0, ist alles schön, wir haben Ästhetik. Wenn ich jetzt hier etwas ändere, dann wird das rot. Und noch wenn ich das meine und gelb, weiss mache, grün, noch wenn ich das meine, ihr seht das nicht, jetzt ist es grün geworden, genau. Dann sehe ich, okay, wir haben zwar alles grün, aber weil der Hasch hier, der hört mit EA auf und der vorher hört mit 35 auf. Also auf den, wenn ich an einer von dieser Kette ein bisschen beschisse und noch wenn ich nochmal meine, dann sagen alle anderen im Moment, wir sind 51% und wir haben EA und du hast 31, du hast nicht recht. Das ist das Konsenskonzept, dass man sagt, dadurch, dass alle das Milchbüchlein schauen und dadurch, dass man in den letzten Zielen schauen kann, ob jemand vorher etwas beschissen hat, können wir jetzt auch sagen, noch wenn er gemeint hat und Schönheit in den letzten Zielen hat, weil wir ganz viel sind, tun wir uns gegenseitig kontrollieren. Das heisst, dadurch, dass alle daran mitmachen, gibt es den Konsens. Jetzt kann man sagen, ja gut, wieso soll ich das überhaupt machen? Wieso soll ich das Milchbüchlein führen? Das ist nachher sagen, ich muss jetzt den Leuten einen Anreiz geben, dass sie das Milchbüchlein führen. Schauen wir da rein. Grundsätzlich ist es so, dass man in diesen Daten nicht schreibt, es ist eben nicht das Milchbüchlein, wo drinnen steht, oder es ist nicht das Bankkonto, wo drinnen steht, der Toni hat 35 Dollar, sondern in diesen Büchlein steht nur, wer wem was gibt. Also ich gebe 25 Dollar von dem daher, oder ich gebe da 97 Dollar von hier daher. Das tut man dokumentieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, hat der Darcy überhaupt 25 Dollar? Hat sie das überhaupt? Und um das zu dokumentieren, machen wir so, dass man sagt, das Rechnen, das Minen, das hat er gesehen, das geht lang. Im Bitcoin geht es noch viel länger. Und es braucht ganz grosse Rechenleistung, um das wirklich genau herauszufinden. Und alle in diesem Netzwerk, alle, die so eine Node am Rauf haben, alle, die das Milchbüchlein führen, die sind da am Minen wie verrückt. Und der Erste oder die Erste, die 4-0 hat, hat gewonnen. Und die kommt 100 Dollar über. Sie kommt nicht 100 Dollar über, sondern sie kommt Bitcoin über. Und so kann ich zurückverfolgen und schauen, ob der andere, der jetzt meine gewonnen hat, der war jetzt der Erste im ganzen Ding, er hat 100, der darf er ihr 10 geben. Das ist das Konzept von Blockchain. Und darum gibt es überhaupt den Anreiz, dass ich anfange zu rechnen. Weil ich schnell meine, dann komme ich Bitcoins über, dann habe ich gewonnen. Und alle anderen, die nachher gesehen haben, oh, da hat einer schon das Blöckchen gemacht, die rechnen nicht an ihrem Blöckchen weiter, sondern sie sagen, bis ich mein Blöckchen gefunden habe, hat der schon wieder das nächste gefunden und immer die längste Kette gewinnt. Das heisst also, dann fange ich auch gleich gescheitert, dann nehme ich den, kopiere den, tue den in mein Büchbüchlein rein und dann kann ich weiterrechnen, dort, wo wir verblieben sind. Das ist eine ganz vereinfachte Version, wie Blockchain funktioniert. Das ist unter anders.com/Blockchain. Gibt es auch ein Video dazu? Finde ich als Verständnis sehr hilfreich. Also grundsätzlich ist es so: Es ist ein Milchbüchlein, alle führen das Milchbüchlein. Man kann nur beschissen, wenn man 51% ist von den Leuten, die Milchbüchlein führen. Und ich kann nicht hinterher etwas beschissen. Nachher, wie gesagt, ich kann damit Transparenz generieren. Alle können schauen, wer wem was geschickt hat. Aber die Frage ist wunderbar, aber wer will das? Transparenz ist gut, aber Confidentiality, also das Vertrauen, ist eigentlich etwas, das uns ein bisschen am Laufen hat. Und darum glaube ich eigentlich, es geht einen Schritt weiter, als Baldassar Glättli heute Morgen gesagt hat. Ich glaube nicht, dass, oder ich befürchte nicht, dass das politische Strukturen, die Machtsachen von Google und Amazon, glaube ich nicht, dass die sich regulieren können. Ich glaube, es braucht eine Revolution. Ich glaube, es brauchen die User müssen das in die Hand nehmen, um eine Veränderung zu bewirken. Und man kann das machen mit eben Transparenz generieren und sagen, es gibt Alternativen. Und dadurch, dass eine Gemeinschaft kann entscheiden kann, das ist unser Wert. Wir definieren, was wir als Wert sehen, ist es relevant. Noch schnell ID 2020, da geht es darum, dass die UNO
gesagt, wir wollen 2020 eine ID für jede Person auf den Mensch. Natürlich sagt Google, ich weiss, wer du bist. Facebook sagt auch, ich weiss, wer du bist. Die Frage, wollen wir das als ID-Lösung für unsere ganze Welt? Es gibt von Ethereum einen Test gegeben, in einem Flüchtlingscamp in Syrien, wo sie ID-Lösung und Essensverteilung gemacht haben mit Ethereum-Lösung und Iris-Kern. Ist auch die Frage, ob es gut oder schlecht ist. Aber, und das ist zentral, es findet statt. Was wir gemacht haben, ist, das ist schon vor 445 Tagen, also bevor die Leute Blockchain und Bitcoin nicht geredet haben, haben wir gesagt, wir wollen eben, Community von unten auf, wir definieren, unser Wert ist der Film. Wir haben einen Film gemacht und finanziert mit Blockchain und haben auch schon Preise gewonnen. Und dort war das Konzept dahinter, also gut, eine Gemeinschaft entscheidet über bestimmte Werte. Die kann man mappen auf Blockchain. Das heisst, es ist ein globales Projekt. Warum haben wir es gemacht? Wir haben das Gefühl gehabt, es ist ein guter Use Case für Blockchain-Anwendungen zu bringen. Warum? Weil in einem Filmbusiness hat es traditionell ganz viele Intermediäre. Man hat bis zu 15 Leute von Anfang bis zum Schluss, die jeweils etwas rausnehmen. Und es ist finanzrelevant, es ist ein ganzes Ökosystem drumherum. Umgekehrt hat das Filmbusiness auch grosse Probleme. Es ist am Zusammenbrechen. Wer muss für Content zahlen? Wie kann man Content sichern? Etc. Der Film ist unter anderem mit Matto Kempf und Carlos Enriquez. Ist zweisprachig auch. Wir haben ihn gedreht in Australien und in der Schweiz. Und wir probieren auch, das ganze Ökosystem darum herum zu machen, um Blockchain-Lösungen zu testen. Und wir haben das auch als Kulturprojekt gemacht, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch, um zu sagen, na gut, wenn es schief geht, hat es nicht die Wertigkeit, wie wenn eine Wahl schief geht. Oder? Ich persönlich habe auch die Überzeugung, dass Kultur einen grösseren Einfluss hat auf die Menschen und auf Gesellschaft als News von Newsportalen oder so. Und darum liegt mir das am Herzen. Eines von den Applikationen, die wir darum gemacht haben, hat den ersten Smart Contract für die UNICEF programmiert. Da ist es darum gegangen, dass wir gesagt haben, machen ein Smart Contract. Die ganzen Auktionshäuser, die sind auch in Transparenz. Wir wollen Transparenz probieren zu schaffen im Auktionsprozess. Ein Smart Contract programmiert auf Ethereum, wo transparent kann sehen, wer, wenn, was bietet. Und da kann man nicht bescheissen. Also, man kann immer noch bescheissen, weil wenn man sagt, ja, ich habe eine Lösung auf dem Handy, dann muss man sagen, ja, das Handy gehört nicht mehr, es gehört Google oder Apple. Also, ich will nicht sagen, es ist die Lösung für alle Probleme. Aber der Prozess ist viel transparenter als irgendein Ricardo-Prozess oder sonst etwas. Dann haben wir das gemacht. Wir haben das Poster versteigert. Nummer 1 ist eine Künstlerin, die ein Poster gemacht hat, limitierte Aufgabe. Nummer 1 haben wir versteigert mit diesem Prozess. Der Nettogewinn ist zu UNICEF gegangen. Und das Poster, das wir gemacht haben, das war die zweite Use Case, haben wir eine Provenienz-Tracking gemacht. Blockchain-basierte Provenienz-Tracking. Das ist ein weiteres Problem im Kunsthandel, wie dort ist auch Transparenz ist ein grosses Thema, es will es leider niemand, aber wir können mit Blockchain-Lösungen Transparenz garantieren im Kunstspray. Und wir können auch sagen, das ist mein Poster, ich habe das gekauft, ich habe einen Token, der zu diesem Poster gehört. Wenn mir das gestohlen wird, dann gebe ich den Token nicht weg, dann ist der Token aber wieder. Das heisst, wenn ich das verkaufe, gebe ich den Token mit, dann gehört er zum neuen oder der neuen Besitzerin. Und dann hat jeder Token und Poster, nur wenn Token und Poster zusammen bei einem Menschen sind, gilt es als Besitz und sonst nicht. Also das heisst, ich kann auch physische Sachen locken und ich kann Diebstahl verhindern oder Fake-Besitz behaupten. Eben Grund, das habe ich gesagt, ganz viel. Ein Anliegen von uns war schon noch, wir wollen eigentlich, dass wir Blockchain anfangen zu brauchen. Im Idealfall haben die Leute eines von diesen Billett. Sie schauen viel und merken, oh ja, Blockchain braucht. Wir haben ein Stickering-System auch gemacht um Blockchain herum. Weiterer Vorteil an unserem Projekt ist, ein Filmticket ist juristisch ganz eng definiert in der Schweiz. Es gibt ein Bundesgerichtsentscheid über ein Filmticket, wo genau beschreibt, was das ist. Das heisst, wir haben eine gewisse regulatorische Sicherheit. Es ist eine grosse Herausforderung, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, weil die Blockchain-Sachen so viele Möglichkeiten anbieten. Eben, ich kann das Ticketing machen, ich könnte ein Marketing machen, ich kann Airdrop machen. Wenn du das Ticket hast, kann ich meine Partner, Betty Bossi, kann dir gratis ein Lötli geben. Schenkt das, ja. ich kann Gewinnausschüttung machen. Das Billett wird gehandelt auf Börsen, dezentral. Die Börse kann niemand abschalten. Das ist nicht eine Firma, wo ein Staat kann kommen und sagen, schaltet den Rechner ab, ihr handelt illegal Kinoticket. Das ist dezentral auf der Blockchain. Überall auf der ganzen Welt wird die Börse mitgeführt. Die Börse kann niemand abschalten. Das wird dort gehandelt.
Und das ist ganz krass. Man kann fast alle Finanzlösungen und wahrscheinlich aber noch viel mehr, wo man noch nicht daran denken machen. Ich kann das auslehnen und komme Zinsen dafür über. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Aber alle Finanzdienstleistungen kann ich jetzt mit einem Kinoticket machen, wenn ich will. Und ganz zentral, wir machen jedes Jahr ein Projekt. Nächstes Jahr haben auch wieder Community organisiert. Die Leute können Vorschläge machen, sagen, ich möchte gerne viel machen, ich brauche so viel Budget. Und vom Geld, das wir im Crowdfunding organisiert haben, finanzieren wir die nächsten Filme. Mit diesem Kinoticket kann ich stimmen. Ich kann Abstimmung machen, Blockchain-basiert, da kann es niemand bescheissen. Das können alle reinschauen. Das ist absolut, ich finde das lässig, weil Power back to the people. Ich habe Kontrolle oder meine Gemeinschaft kann entscheiden, was ich wie abbilden will. Das ist die Möglichkeit. Dann die Frage ist, ja, ist es nachhaltig? Das ist eine Nachhaltigkeitskonferenz. Grosse Frage. Es ist sicher mal schlecht im ökologischen Sinn, weil da Milliarden von Rechnern einfach rechnen. Die Blockchain-Community sagt, das Problem haben wir gelöst. Wir haben Sharding, wir haben Skalierbarkeit, das wird dann nachher mit Staking. Also das Problem ist gelöst in 3 bis 4 Jahren. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube und hoffe eigentlich schon. Und da kommt jetzt noch eine Premiere. Ich bin dann fertig. Ich darf das ab heute offiziell sagen, und das weiss noch niemand, die Medien wissen es erst ab Montag, aber ab heute ist es offiziell. Wir machen ein Blockchain-Projekt für Greenlist. Greenlist ist IUCN, das ist eine der grössten globalen NGOs, die hat unter anderem die UNESCO, die machen die Greenlist von den Endangered Species, und es gibt jetzt eben ein neues Label, das heisst Greenlist, und dort machen wir ein Blockchain-Mapping. Da geht es darum, genau die Probleme, die NGOs haben, Transparenz, globale Trust, wie sehen wir, Vertrauensproblem. All diese Sachen werden wir probieren, mit Blockchain zu lösen. Ich sage nicht, dass wir es können, aber wir arbeiten daran wie verrückt. Und es ist wahnsinnig innovativ und mutig von so einer grossen globalen Institution zu sagen, das probieren wir, das wollen wir aus. Wir stehen für Transparenz. Und eben, ich glaube, NGOs können das vielleicht noch ein bisschen besser als andere, auch wenn sie sich damit selber abschaffen und weniger wichtig machen. Oder? Weil dort kommt die Digitalisierung dann extrem ins Kicken, aber sie sind dabei und machen das. IUCN, Greenlist Standard Token, die IUCN hat heute etwas auf ihrer Webseite und am Montag ist die Presse parat. Zusammenfassung, Blockchain ist für Wert das, was Internet für die Informationen ist. Also alles, was das Internet mit Informationen hat ermöglicht auf der Meta-Ebene, kann Blockchain machen mit allem, was Werte sind. Und mit Werten meine ich jedwelche Werte. Also es kann Vertrauen sein, es können Daten sein, ich kann entscheiden, über welche Daten will ich wem geben. Mit Blockchain-Lösungen kann ich so Sachen machen. Es geht darum, es ist programmierbar. Und dort kommen natürlich ethische Diskussionen wieder. Der DAO-Hacker, ich weiß nicht, ob er das verfolgt hat, wenn man sagt, Code ist Gesetz, wir vertrauen Prozesse und Algorithmen, wenn jetzt das schlecht ist programmiert worden. Und das ist passiert vor einem Jahr. Er hat etwa 180 Millionen generiert. Das ist so schlecht programmiert, dass man 60 Millionen davon rausnehmen konnte. Und die Community hat ursprünglich immer gesagt, der Code ist gesetzt. Hat jetzt der die 60 Millionen hat rausgezogen, Unrecht begangen, wenn die Gemeinschaft eigentlich sagt, der Code ist gesetzt? Hat der das programmiert hat, eine Verantwortung? Müssen wir damit leben, dass schlecht programmierter Code einen Einfluss hat auf uns. Und dort hat sich die Community auch gespalten und es hat sich nachher einen sogenannten Fork gegessen. Also da kommen ganz viele Fragen auf uns zu. Ich persönlich wünschte mir, je mehr Regulationen das man hat, oder je klarer, umso besser. Es ist eine disruptive Technologie, aber es ist ein grosser Regulationsbedarf. Ich weiss nicht, ob es eine passende Rechtslage gibt oder nicht. Für Sachen gibt es eine Rechtslage, für andere nicht. Es ist sicherlich ein Hype. Umgekehrt glaube ich fest daran, dass die Early Adopters wirklich einfach einen Vorsprung haben, weil sie Technologie kennen, weil sie schon mal 1 Million verloren haben, weil sie es über ein Pi mit einer falschen Adresse oder was immer. Das passiert alles. Und die Schweiz ist ein globaler Hotspot. Eben Ethereum ist die Foundation in Schweizerland, es gibt Crypto Valley in Zug. Und ich habe hier eben die China-Tickets und dort noch ganz kurz, ich habe noch 2 Minuten liegen. Ja. Da ist auch das Thema Paradigmenwechsel. Oder? Ist es eben dezentral, Power back to the people, oder gibt es das ganze zentralisierte Google-mässige? Und das ist bei uns auch im Team ein grosser Schritt. Wir haben auf der Rückseite nichts anderes als ein Wallet, ein Blockchain-Wallet. Das ist eine Adresse, eine öffentliche, das ist eine private, die kann ich aufkratzen und dann habe ich Kontrolle über die Adresse. Da ist ein China-Ticket drin, da ist ein Stimmzettel drin, vielleicht gibt es mal eine Aktie, das weiss man alles nicht. Und auf der Vorderseite ist ein ganz normaler QR-Code, den ich scannen kann. Und wenn ich den scanne, dann bin ich der Falle.
Weil dann weiss ich, wer du bist, musst E-Mail abgeben, ich weiss, wo dein Handy wohnt, alles, oder? Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will das. Ich will ins Restaurant gehen und können schauen, wer hat den Film auch gerne. Oh, super, ich kann mit dieser Person reden. Also, es gibt ja Leute, die die Daten auch gerne teilen, wenn sie Vorteile davon haben. Die Fragen sind alles nicht geklärt. Das Handling ist schwierig, der Film hat super Erfolg. Also, wir sind Indie-Film, das darf man nicht vergessen. Wirklich Indie, unabhängig, Mikrobudget. Wir sind eingeladen auf Festivals. Wir haben die Premiere am 15. November in Hollywood. Nicht bei den Oscars, aber immerhin beim Independent Festival in Hollywood. Wir haben schon zwei Preise gewonnen, einen in Amsterdam. Unter anderem weiss ich gar nicht mehr. Also, die Leute wollen das wissen. Wir werden eingeladen an die Festivals zum Blockchain-Vortrag halten, weil das Filmbusiness ist extrem disruptiv. Und die suchen das auf. Und die wollen ja wirklich, oh ja, da passiert etwas. Genau. Und eben IUCN ist auch da. Wie gesagt, ich wünsche mir mehr Regulation. Die dürften alle beim Rausnehmen, dürften das aus dem Marketingbudget, ich habe das abgesprochen, eins von diesen Kitan-Tickets mitnehmen. Wollt ihr mir eure Visitenkarte anlassen oder twittert? Oder müsst ihr nicht, aber ich wünschte mir das. Das wäre schön. Könnt ihr da eins nehmen. Und darf ich jetzt bitte abschalten und dann gebe ich das Wort der Frau Professorin Miriam Ecken von der Uni Bern.